Herzlich willkommen bei den Buddha Games, und zwar geht's heute einfach mal um Valorant, um ein paar Verbesserungsvorschläge, die ich momentan habe. Ist ja noch die Closed Beta und ich wollte einfach mal mit euch sozusagen da draußen die Meinungen teilen. Wie sieht's denn aus? Habt ihr bessere Verbesserungsvorschläge? Meiner Meinung nach zum Beispiel fehlt einfach noch sozusagen die Killcam. Wenn du getötet wurdest, dass man halt, ja, weiß ich nicht, 3-4 Sekunden halt sieht, wie du getötet worden bist, wie wir sozusagen theoretisch bei Rainbow Six Siege haben. Wenn ihr der Meinung seid, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Dann gibt es natürlich noch ein paar andere Sachen, die mich teilweise noch stören. Es sind meiner Meinung nach zu wenig Maps drin, ist alles eine Closed Beta und alles, was ich jetzt erwähne, ist theoretisch ja alles Pipifax und alles noch Kleinkram, wird sich vielleicht noch verändern. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass einige Leute da viele, viele Vorschläge haben, das Spiel noch zu verbessern. Es gibt sozusagen natürlich den Ranked-Modus, den ungewerteten Modus, aber beim Ranked-Modus zum Beispiel hast du keine richtige Anzeige, wie viele Punkte du hast. Du hast natürlich die Dreiecke, die ich euch jetzt hier mal zeigen kann. Ich bin momentan Eisen 3, war schon Bronze 1, und ihr seht zum Beispiel hier die drei Dreiecke, ja, die dann heißen, okay, du rankst sehr, sehr hoch ab, dann hast du ein Dreieck nach unten. Also was soll das genau heißen? Das finde ich ein bisschen strange. Und ich bräuchte da eine richtige Punktanzeige, das fehlt mir so ein bisschen, dass ich gucken kann, wie viel MMR habe ich, wo stehe ich momentan mit meinem Team, wo stehe ich alleine und wann werde ich upgerankt, wann werde ich downgerankt, weil wenn ich jetzt eine Runde theoretisch gewinnen würde, müsste ich ja praktisch wieder Bronze sein und nicht mehr Eisen. Aber ich kann es halt nicht wirklich bestätigen, da natürlich das Punktesystem noch nicht so richtig da ist. Wenn wir hier nochmal auf Verlauf klicken und dann unten oben auf die Ränge uns anzeigen, dann steht ja auch da drin eindeutige Spiele, in denen wir mehr Runden gewinnen als der Gegner. 10 halt natürlich mehr, bringen mir mehr Punkte, als wenn wir 13, 12 gewinnen. Das ist klar. Wenn wir zum Beispiel hier sehen, dass wir 8, 13 gewonnen, verloren haben, zählt es ja gar nicht im Rang. Mein Rang ist ja gleich geblieben. Da hast du ja ein Ist-Gleichzeichen. Ja? Also habe ich da keine Punkte Plus und Minus gemacht. Finde ich ein bisschen verwirrt, weiß ich nicht, ob so gut ist, und kann euch auf jeden Fall da nicht sagen, wie das Punktesystem in der Zukunft nach der Beta sich verändern wird. Ich freue mich aber allerdings, wenn vielleicht die ein oder anderen Leute noch Vorschläge unten in die Kommentare hauen, was könnte bei Valorant noch reinkommen. Wir können mal so einen kleinen Aufruf machen und das dann natürlich den Entwicklern zukommen lassen, um zu gucken, ob vielleicht da noch ein paar Veränderungen in dieser Beta jetzt noch kommen. Weil ein Punktesystem, meiner Meinung nach, muss bei Rank 3 eine Killcam, ist vielleicht so ein bisschen ein kleiner Luxusartikel-Sicht von mir, wo wir halt sagen, okay, hätten wir gerne, ist jetzt kein unbedingter Muss, aber für mich ist dieses Ranking hauptausschlaggebend gewesen, dass ich halt dieses Video gemacht habe, weil ich kann gar nicht richtig einschätzen, wie viele Ränge oder wie viele Spiele muss ich spielen, um mich einzuranken. Ist klar, 5 Spiele, aber wie viele Runden oder muss ich jetzt theoretisch noch hoch gewinnen, damit ich die und die Ränge bekomme? Das ist für mich nicht ersichtlich. Man hat natürlich nur die Ränge angezeigt. Du hast theoretisch ja auch keine, wenn wir hier jetzt nochmal die Ränge gehen, hast du ja auch keine Anzeige, wie viele Punkte man theoretisch braucht, um Gold zu sein, um Platin, Diamant, unsterblich, Valorant. Also ist immer sehr, sehr, ja, ist halt Auslegungssache momentan von Valorant, und das nervt mich ein bisschen. Ist doch alles eine Beta, ist alles jetzt hier wirklich auf höchstem Niveau meckern. So, ich mag richtig krass gerne, Valorant spielt es wirklich gerne. Ich wollte einfach nur mal dieses Video mal hochladen, beziehungsweise mal eure Meinung so ein bisschen mit einfangen und gucken. Vielleicht habt ihr noch ein paar Vorschläge, damit wir da auf jeden Fall ein bisschen vielleicht was verändern können. Vielleicht sieht doch kein Mensch dieses Video und das ist ein scheiß Ideal, aber ich freue mich trotzdem, wenn der ein oder andere mir da zustimmt und sagt, ja, das Ranking-System ist so ein bisschen undurchsichtig, man kann es nicht so richtig deuten. Viele Leute haben 5 Runden gewonnen, sind dann trotzdem Eisen 1 eingerankt worden, ich bin Eisen 3 eingerankt worden, habe dann danach eine Runde gewonnen. Ich glaube, ich habe wirklich so 7, 12 oder so gewonnen, oder 12, 7 halt, ist egal, wie rum man es dreht, und bin nicht Bronze gekommen, sondern bin danach abgestiegen, ja. Und hatte in der Runde bloß 15 Kills, also keine 20 Kills. Und dann ist die Frage, ob es wirklich daran liegt, dass ich, obwohl wir die Runde gewonnen haben, downgerankt worden bin, weil ich zu wenig Kills gemacht habe. Und das ist total undurchsichtig für mich und nicht transparent genug, um zu sagen, okay, das ist ein gutes Rank-System und darauf kann man auf jeden Fall weiter aufbauen. Momentan ist es wirklich chaotisch und Chaos pur. Das war's von den Bruder Games. Wenn ihr Vorschläge habt, einfach unten in die Kommentare. Waren jetzt natürlich nur 2 Sachen, die mich so ein bisschen stören. Wenn noch mehr Sachen dazukommen werden, dann werde ich euch auf jeden Fall nochmal auf dem Laufenden halten. Das war's erstmal von mir. Peace out und reingehauen.